Jetzt ohne Scheiß, ich denke, es wird eine Möglichkeit geben, über Lava irgendwie zu laufen. Nee, weil das schaffe ich so nicht, ne. Auf gar keinen Fall. Ah, ja, fuck. Ja, gehen wir später nochmal hier hin. Also wenn es die gibt, also im Original gab es zumindest eine Möglichkeit, wie ich mir vorstellen könnte, dass es hier funktionieren könnte. Aber auf das... Boah, muss ich echt nur überlegen, ey. So ein Shit. So, komm, dann gehen wir erstmal hier hin. Nochmal, weil... Hier gibt günstige Gesundheitsfionen, die brauchen wir auch. Worauf wartest du? Hm? Worauf wartest du? Hm? Wenn wir schon mal hier sind, ne, da können wir direkt mal ausprobieren, ob wir vielleicht mit dem Zauberschwert das hinkriegen. Ja, Kobolde, also mit dem Heldenschwert. Geklautes verkaufen. Vielleicht ist ein Schnäppchen dabei. Hallo, Fremdling. Was darf denn sein? Vielleicht ein paar Handelsartikel? Ja, ich verstehe nicht, was ihr mit Handelsartikel meint, ne? Ach, guck, ich will Odins Schwert haben. Okay, Gott. Zack, zack. Weil hier kostet nämlich nur die Hälfte. Ist ganz geil. Und auch die Mucke hier, ne? Richtig gut. Hab mal auf dem Jahrmarkt gearbeitet, hab aber aufgehört. Im Vorprogramm. Das war ein anderes Lied gewesen, aber ist auch. Mit Jevle. Okay. Dann schauen wir doch mal, ob wir mit dem Heldenschwert vielleicht etwas weiterkommen. Es bleibt spannend. Testen Sie aber sicher. Ach komm, ist uninteressant. Stirb! Das ist natürlich ein bisschen doof. Wow. Nein! Das ist echt schwierig, einfach nur stehen zu bleiben, ne? Und dabei zu blocken. Ich finde das echt hart. Stirb, Fettsack! Ja, gerade bei den Skeletten habe ich jetzt gerade wirklich die Hoffnung, dass die einfach dann ein bisschen schneller kaputt sind auch. Mit dem Schwert. Zwar nicht ganz so viel Reichweite, aber wie gesagt, ne? Aber es scheint schwächer zu sein als mein Breitschwert, was ich hatte. Okay, oder vielleicht auch nicht. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ach, da sind noch zwei. Guck mal. So, okay. Okay, aber es scheint wirklich schneller zu gehen. Weil ich habe die jetzt mit zwei Schlägen kaputt gemacht. Das heißt, ich habe große, große Hoffnung, das könnte, wäre denn gut. Oder besser zumindest. Am besten natürlich geschafft. Aber dafür müsste ich vielleicht auch erstmal jemanden treffen, ne? Das wäre, glaube ich, auch gar nicht so eine schlechte Idee. Nachkommen. Nachkommen. Die Schlagtechnik ist zwar genauso beschissen wie auch beim Langschwert, aber ist ja egal. Reichweite ist nicht ganz so gut. Dafür aber stärker. Und das Schöne ist, dadurch, dass sie vielleicht ein bisschen schneller kaputt sind, kann ich vielleicht verhindern. Ich sehe gerade, okay, die Ressourcen, die ich hier verbrauche, also für, auch für alle Fernkampfwaffen und alles, scheinen nach jedem fehlgeschlagenen Versuch wiederzukommen. Das heißt, ich habe eigentlich keinen Verlust. Okay, der ist tot. Das ist schon mal sehr gut eigentlich. Nicht schlecht. Okay. Vom Versuch her tatsächlich gar nicht so verkehrt. Man darf also hoffen, wenn ich nicht gerade jetzt wieder volle Kanne ihn abrunddüse, dass vielleicht sogar was werden kann. Es war klar, dass der mich jetzt treffen muss, der Arsch. Ist auch cool. Dann bleib gesund. Ja, ja, ich gebe mir Mühe. Ernsthaft. Ich versuch's zumindest. Mädel nervt nicht. Ohne Scheiß. Jetzt kommt der fette Heumann. Nein! Nein! Oh, ich habe schon kommen sehen, weil der Arsch dann auf einmal den doch sich dazu entschlossen hat, den Arzt zu visieren. Ich will die Runde schaffen und an dem Tournament spielen. Nein.
Mini Evil ist schon okay, aber... das kann doch nicht wahr sein! Okay. Ich überlege mal ernsthaft. Ich habe so viel schon überlegt, um ehrlich zu sein. Ich kann ja auch meine Fresse einfach halten und meine Gedanken. Ah! Mann, das ärgert mich gerade, weil ich. Doofheit. Weil mittlerweile, auch wenn das Spiel halt Flaws hat, ich müsste es mittlerweile mal so langsam raus haben, ne? Auch auf die Sachen zu achten, die vielleicht dann nicht ganz so gut laufen, ne? Wo ich vielleicht nicht immer was für kann, aber man kann ja auch versuchen, diese Szene einfach mal zu verhindern. Oder solche Situationen. Okay. Alter! Lack gesoffen oder was ist das? Okay, komm, jetzt mal schon mal tot. Ihr beide könnt jetzt erstmal beide nochmal verrecken. 25, es ist wenig, es ist zu wenig leider. 21 ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mir vorgestellt habe. Ist ja egal. 14, das ist auch scheiße. Und sowas zum Beispiel, ne? Also das. Also eigentlich kann ich ja auf das Schild doch gut und gerne verzichten. Weil man da keine. Also ich habe da zumindest keine Kontrolle drüber. Ich werde aber immer schlechter jetzt, wenn ich versuche zu versuchen, ne? Wenn ich mir so die Energie mal angucke, 74, Alter. Ja, dann da töte ich mich lieber. Es ist nicht gut. Nicht sehr gut. Nee. Nein. Und der war ganz nice eigentlich. Ich will mir merken, wie ich das gemacht habe. 3 Energie zu verlieren ist in Ordnung in der ersten Runde. Wir haben im Schnitt eigentlich in jeder Runde in Ordnung. Das kriege ich hier schon wahrscheinlich gar nicht so gut hin. Warum halten die manchmal so viel aus? Ich verstehe es nicht. Alle kriegen unterschiedlich viel Energie oder macht mich hier ein Rollenspiel und meine Waffe macht zwischen 8 und 10 Schaden oder wie ist das zu verstehen? Raff ich nicht, ernsthaft. Und guck mal, es gab Zeiten, da habe ich mit 2 Schwertstreichen so ein fucking Skelett getötet. Jetzt brauchen sie wieder 4. Lässt das Heldenwirkung vom Schwert irgendwie nach oder so? Wie soll ich das verstehen? Fickt euch ins Knie. Halt die Klappe, du kleines Arschloch. Kann nicht wieder vergessen, weil viel zu wenig Energie. Ja. War sowas von zu wenig. Pff, 9. Wieso kriege ich das denn nicht mehr hin, sag mal? Es lief doch einmal so gut. Dann bin ich in den Abgrund gefallen und dann läuft jetzt nichts mehr, oder was ist hier los? Ich hasse mich selbst schon wieder. Mann, ey. Weil mein verficktes Scheiß-Fähigkeits- oder Zentrum oder wo auch immer der die Kacke kommt, nicht in der Lage ist, meine verkackte kontinuierliche Leistung zu erzielen. Der kriegt's nicht hin. Mann. Warum? Okay, Konzentration. Verfickter Scheiß, du fettes, dummes Druckschwein. Oh, jetzt kommen die beiden Mumien. Kommt raus. Noch so dumm, dass ich wieder zurück in den Eingang prügeln kann, ne? Nur viel, noch viel dümmer ist, dass sie mich dann währenddessen treffen können, während sie da drin sind. So, okay. Ja. Super, super Angriff, echt. Warum? Okay. Whoa. Das ist auch so scheiße, dass er mich von hinten einfach mal die ganze Zeit niedermetzelt, ne? Das ist auch nicht in Ordnung, dass die jetzt einfach wieder gespawnt sind, während das Skelett noch da war. Mann, ey! Okay. Ist mir scheißegal. Hallo, kannst du mal bitte die Gegner anvisieren? Alter. Du nervst, Alter. Echt unscheiße. Achso, guck mal hier. Da sind wir doch. Okay. Upsa.
Ich muss das einfach so machen, ich krieg's nicht anders hin. Okay, der ist tot. Schön, freut mich. Lalalala. Hui. Mein Gott, hier so viel, du fette Brüste, ne? Hier muss ich nochmal was treffen. Okay, machen wir anders. Was mit etwas mehr Schussfrequenz. Sieht angeschlagen aus! Ah, ist das so? Danke für den Hinweis. Echt? Hätte ich jetzt nicht erwartet. Wie ist hier die kleine Fotze noch an? Alter, was ist los, Dan? Mann, bist du so dumm oder tust nur so? Also, brennbare Bolzen wären auch ganz geil, ne? Aber finde ich jetzt so zumindest. Das müsste der letzte sein. Bitte sei der letzte. Bitte sei der letzte. Bitte, bitte, bitte. Ja, ha, ha, ha. Ich liebe dich so. Oh. Oh mein Gott. Oh. Oh, tut das gut. Okay, fünfter Coupon war das gerade mal. Ich habe noch die Hälfte von. Nee. Das kannst du vergessen, Junge. So, was haben wir denn hier? Nächste Aufgabe. Weil ich finde, also zwei Missionen haben wir jetzt ja geschafft. 48 Minuten haben wir jetzt gespielt. Ja, das ist jetzt. Ja, komm. Fangen wir uns an. Hüter der Glocke spielen. Gegen den Hüter der Glocke. Können Sie in diesem Ding-Dong-Kampf das Tempo vorgeben? Ich habe keine Ahnung, was erwartet mich denn hier? Beschütze die Glocke. Ist der Timer abgelaufen? Oh nein, oh nein, wogegen denn? Tower Defense. Das ist aber scheiße. Das ist ja wirklich dumm. Bis der Timer. Das dauert ja Ewigkeiten, Alter. Die kommen auch von allen Seiten. Das ist aber uncool. Hat die Energie die Glocke oder müssen die einfach nur berühren? Das wäre scheiße. Weil je nachdem, was für Gegner da sind, ne? Aber dafür ist die Perspektive hier ganz geil. Also mit der kann man echt arbeiten. Ach, oder drei Gegner dürfen die Glocke berühren. Ich sehe gerade rechts die drei an der Glocke. So wird es wahrscheinlich sein. Ich hätte besser gefunden, welche Anzahl von Gegnern besiegen müsste. Andererseits habe ich so vielleicht so ein kleines Zufallsmoment auf meiner Seite, wenn irgendein Lichter irgendwo festhängt. Oder ich kann ihn nachsporen. Könnte mir einen Vorteil geben. Ach, guck mal, da kommt so raus. Tang, tang, tang. So, das war ja gediegen. Herausforderung B. Beginne, edler Ritter. Es ist halt wirklich abhängig davon, was für Gegner kommen, ne? Weil die sind jetzt natürlich schon ein bisschen schneller. Was ein Vorteil ist, die greifen mich nicht an. Also ich kann mit denen machen, was ich will. Das ist gut. Und die rennen dann. Ach du Scheiße. Die rennen dann nämlich auch nicht. Wie sieht es bei dir aus? Okay, du bist noch weiter weg. Hey, sag mal. Nee. Ich wollte gerade sagen, ich wollte jetzt kein Leben hier verlieren wegen dieser Scheiße. So ein bisschen Pflanzen und Glocke versus Zombies. Okay. Ist sie tot? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Ich hab die wieder nur in den Dings da reingebumst. In den Dings da reingebumst. Genau, Dennis. Das ist eigentlich ganz gut, ne? Wenn ich mal so überlege. Das kann ich ja damit immer schön weghauen. Dafür kriege ich nochmal ein bisschen mehr Zeit. Deswegen ist hier der Hammer vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Ich glaube, den nehme ich auch, ja. Ach, scheiße, okay. Ich glaube, ich habe die falsche... Level neu beginnen. Ja, gucken wir mal. Okay, alles klar. Gut. Ich habe mich jetzt gerade kurz nicht mehr dran erinnern können. Nee, was wollte ich machen? Genau, den Hammer. Motherfucker. Okay. Ist gar nicht so verkehrt, die Waffe. Kann ich so sagen. Bisher macht sie gute Dienste. Und noch schön Impact Damage. Bums. Bisschen bewegen muss man sich natürlich schon. Wäre ja auch sonst langweilig. Man wird mir ja auch nur fett bei, wenn man sich nicht bewegt.
Was ist denn mit dir los? Hab ich doch keine Lust mehr auf mich, oder? Ey! Das ist doch dumm. Das ist doch dumm. Alter, als ob ich irgendwie einen magnetisierten Hammer hätte. Das ist doch echt scheiße. Okay. Einfach umfallen. Aber warten, bis du da bist, ne? Also, mir ist es egal. Komm mir nur zugute. Spawn die erst, wenn er tot ist? Sag mal! Was ist das denn für eine dumme Scheiße? Och, Manno. Alter, so eine Kacke. So kurz vor Schluss, so eine richtige dumme Scheiße. Verpiss dich, Alter! Scheiße, auf den Hammer auch, echt. Wie kann ich den ohne Scheiß, wie kann ich den so oft an dem vorbeischlagen? So total dumm. Ist da irgendwas, ist mein Schwert kaputt oder so, oder? Was stimmt denn mit der Kollisionsabfrage nicht? Muss irgendjemand mal erklären. Würde mich interessieren. Weg. Das ist aber nicht, also das ist gar nicht so eine einfache Challenge, ey. Vor allem, das ist ja noch die niedrigste Stufe, ist das Problem. Nee. Verpiss dich. Ja, und kannst du schlagen, wie du willst, ist mir egal. Ich verstehe nicht, was manchmal mit den Dicken passiert. Das ist ganz lustig. Die Olschen da unten, die kommen nicht zurecht. Weil ich gerade schlagen wollte und weil ich sie dann wahrscheinlich nach unten geballert habe. Sie gerade im Schlachtmodus. So, okay, hier kommen jetzt ganz viele oder wie war das oder wo? So. Aber wenn ich so eine Scheiße dann standhalten muss, ne? Das wäre dann echt krass. Beginne, edler Ritter. Ja, immerhin nur 70 Sekunden. Hier ist auf jeden Fall schon deutlich schneller. Von unten können sie auch kommen.